50er Barsch. Ja, come on. Juicy. Das ist ein fucking Barsch. Das ist ein fucking Monsterbarsch. Plan ist aufgegangen. Es hat funktioniert. Leck mich am Barsch, Mann. Ja, sehr schön. Was drauf. Sehr nice. Ah. Fucking hell. Oh, was für ein Biss. Das ist die dicke Mutti. Das ist sie. Der Thomas von Småland Sportfiske hatte mich eingeladen, nach Schweden zu kommen, um mal ein geiles Erlebnis zu haben und viele geile Hechte in einer guten Größe zu fangen. Und das habe ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen und organisierte noch ein paar Kollegen, die Bock hatten auf diesen Trip. Und dann ging es dann für ein paar Tage ins schöne Schweden. Was machen wir denn jetzt? Aussicht genießen. Aussicht genießen. Kaffee holen. Kaffee holen. Brauchst du was zu essen? Ne? Gut, dann machen wir zuerst mal ein Käffchen und dann chillen wir uns nach draußen. Wie gebe ich Gas hier? Rechts, rechts. Ja. Oh, gut. Abends angekommen, begutachteten wir zusammen mit Thomas erstmal das Ferienhaus, was er uns zur Verfügung gestellt hat. Also wir haben Duschbad hier. Ja. Dann hast du hier... Exzellent. Kann man machen, ne? Oder? Dann hast du noch Gefriertruhe und so ein bisschen... Ja, hier kann man schön die Meterhechte noch sauber machen. Genau, kiloweise Filets einfach. Sehr schön, sehr schön. Alles da? Glycerinfeld, Spülmaschine, immer ganz wichtig. Wahnsinn. Das, was ich brauche, yeah? Spülmaschine. Noch schön zusammensitzen. Geil. Cola trinken. Cola trinken. Du verstehst dich. Du, ja. Du hast das System beim Big Air Fishing Channel verstanden. Deutsches Fernsehen. Ja, das Zimmer, das gefällt mir schon mal. Also ich würde mal sagen, das reserviere ich mir. Ein Schlafzimmer rechts. Nächstes Schlafzimmer. Nächstes Schlafzimmer. Nächstes Schlafzimmer. Sollen wir auch irgendwie angeln fahren oder? Wahnsinn. Nochmal mit Balkon. Draußen ist noch eine Terrasse, wenn wir morgen gucken. Ja, Balkon auch, alles am Start. Habt ihr auf jeden Fall genug Platz. Vernünftige Hütte. Ja, absolut. Also das. Feinen Job gemacht, ne? Ja. Småland Sportfiske, wisst ihr Bescheid, der kümmert sich um euch, ne? Wir haben gesagt, wir brauchen ein großes Haus, wir haben jetzt 20 Betten. Also wir haben genug Platz auf jeden Fall, um uns ein bisschen auszubreiten. So soll es sein. Wir kommen schon viele, viele Jahre nach Schweden, haben Urlaube gemacht, Angelurlaube, und haben nicht immer die Qualität bekommen, die wir uns gewünscht haben. Und da kam Udo auf die Idee, dass wir zusammen eine Firma gründen, die Angelurlaube in Schweden anbietet. Das geile Erlebnis für jeden Angler, was er sich vorstellt, auch liefern. Guckt euch mal diesen Shit an. Das ist der Scheiß, aus dem die Träume sind. Vielen lieben Dank an den Schwarzwald, ja, Hybrida. Geiler Shit. Thomas erzählte uns erstmal die Hiobsbotschaft, dass einen Tag zuvor ihm Motoren geklaut wurden von seinen Leihbooten und dass er dadurch erstmal gezwungen ist, einen Tag auszufallen mit uns, da er sich um Versicherung und um Ersatz kümmern musste. So, jetzt sind wir hier um die Ecke gefahren zur Tankstelle. Hier kriegen wir direkt die Tageskarten für den Forellenteich. Und es handelt sich wohl um einen kleinen See, wo einmal im Jahr Forellen besetzt werden. Und da gibt es wohl auch etwas größere Exemplare. Wir werden auf jeden Fall probieren mit Gummifisch. Und ansonsten, was haben wir noch mit für Forellen? Wobbler. Du hast Wobbler mit? Kleine? Na gut. Aber es hält sich in Grenzen. Wir sind eigentlich nicht darauf vorbereitet, dass wir richtig spezifisch auf Forellen gehen. Ich habe noch fünf Tremarella-Routen dabei, verschiedene Stärken mit Glasperlen und Fünschicht.
Fischer fangen, ne? Ja, mach dann mal. Sieht hier echt so aus, als würden hier Trolle und Elfen leben. Richtig sick, geile Natur. So, jetzt sind wir am See angekommen. Er ist super idyllisch, er sieht richtig geil aus. Und hier soll es halt ein paar Forellen geben. Vom Tackle her, was ich mit habe in Schweden, das einzige, was so halbwegs passt, sind Mikrojig-Sachen, die ich eingepackt habe. Da werde ich jetzt mit so einem kleinen beweglichen Bleikopf, auch Chiburashka genannt, angeln mit einem kleinen Haken und dann mit so einem Wurmimitat, der sich ultra geil bewegt unter Wasser. Als erstes ziehe ich diesen Drahtstift aus dem Blei und in diese Drahtklemme kommt einmal der Haken dran. Wichtig ist bei den Haken, die ihr benutzt, bei beweglichen Bleiköpfen, dass das Öhr vom Haken relativ groß ist, damit dann auch der Köder genug Spiel hat unter Wasser. So. Die Klemme, die kommt dann einmal wieder ins Blei hinein. Wird da durchgedrückt. Und dann hat man auf der anderen Seite jetzt quasi ein Öhr, um den Karabiner dann einzuhaken. So, den Köder, den kann ich jetzt auf zwei Varianten anködern. Einmal klassisch. Da wird der Haken einfach mittig eingeführt. Wichtig ist, dass das Öhr halt vom Haken frei bleibt, damit er wirklich unter Wasser schön Spiel hat. Eine zweite Variante ist, da es hier jetzt viele Forellen gibt, kann ich diesen Köder wie ein Wacky-Köder aufziehen. Steche ich hier einfach so seitlich ein, ganz leicht. Und jedes Mal, wenn ich quasi mit meiner Rutenspitze ruckartig den Köder durchs Wasser führe, klappt er so zusammen. Und das macht dann immer so eine Bewegung wie eine Mückenlarve. So wie sie sich unter Wasser fortbewegen. Und ich denke, dass damit was gehen könnte. Der Köder ist ein bisschen groß. Also ich muss jetzt drauf spekulieren, dass es hier große Forellen gibt. Eine kleine Forelle würde den Köder attackieren, aber die Chance, dass sie hängen bleiben bei so einem großen Köder, ist etwas geringer. Aber wir probieren es einfach mal aus. Mal gucken, was passiert. Was noch wichtig ist, wenn ihr jetzt mit so einem kleinen Köder fischt, ist einmal die Schnur. Die Schnur sollte extrem dünn sein, dann schafft ihr es auch, den Köder ein bisschen weiter rauszuwerfen. Und der bewegliche Bleikopf, die gibt es einmal aus Blei und einmal aus Tungstenstahl. Tungstenstahl kennt ihr, ist viel kleiner, hat eine größere Dichte und ist quasi proportional gesehen viel schwerer als normales Blei. Damit könnt ihr richtig weit auswerfen. Ja, und jetzt werde ich mal peu à peu eine ganze Runde hier drehen um See. Und mal gucken, ob wir dann halt eine richtig fette Forelle ans Band kriegen. Oder eine kleine wird mir auch schon reichen. So. Hat's endlich geruppelt, gezuppelt in der Rute. Leider nicht der Zielfisch. Sorry, dass ich so leise spreche, aber es ist halt so idyllisch und ich bilde mir ein, wenn ich jetzt laut bin, dass ich die Fische erschrecke. Aber guckt euch mal die Farbe von diesem Barsch an. Er ist nicht der größte, aber mit so krass roten Flossen habe ich noch nie einen Barsch gefangen. Wahnsinn. Ich bin da erst in der Runde. Ich habe mich entschneidert mit einem kleinen fucking Barsch, aber der Plan ist aufgegangen. Die Fische reagieren auf das Mikrojig. Jetzt gebe ich richtig Gas hier. Jetzt weiß ich, wo sie stehen. Leider am Zielfisch vorbei zuppelte ich ziemlich schnell ein paar kleine Barsche aus dem Wasser. Der zweite schöne Fisch. Also ich denke, hier muss irgendwas im Wasser sein, was die Fische etwas anders aussehen lässt. Aber jetzt auf jeden Wurf Kontakt oder Fisch. Ach, das sind alles kleine Barsche, aber es macht trotzdem Bock. Went to Bronte the next day with a couple.
Schlag auf Schlag, ein Barsch nach dem nächsten. Ich werde aber gleich mal ein bisschen einen größeren Köder anbieten, weil ich will nicht den ganzen Tag so kleine fangen. Aber von der Farbe her gefallen mir schon mal die Fische. Ich würde mal sagen, wir gucken gleich mal auf, was die anderen so machen. Ich versuche halt hier mit ein paar Wobblern, ein paar kleine Wobbler. Eigentlich wollten wir ja in Scherengarten angeln und so. Ich habe jetzt bloß eine kleine Auswahl mit, um irgendwie die Notsituation zu überbrücken. Ja, mal schauen, ob das was wird. Also ich werde es jetzt noch mal drüben auf der anderen Seite probieren, da wo die Steine sind. Bis jetzt hatte ich hier noch gar keinen Biss. Ja. Wir müssen die Fische suchen. Ja, hier sieht man halt alles dicht bewachsen, Seerosen, Binsen, halt die ganzen Sträuche am Ufer. Darum habe ich mich jetzt entschieden, hier mit dem Offset-Haken zu angeln. Vorteil ist auch klar, hier kann man durch die ganze Vegetation durchangeln, ohne dass sich irgendwo Kraut verfängt, und der Köder hat trotzdem sein Spiel. Der Haken ist hier schön versenkt und beim Biss tritt er dann aus. Stefan hat zugeschlagen. Ein kleiner Hecht, sagt er. Aber ich hatte gerade auch einen Mini-Hecht, einen Mikrohecht von 20 cm dran, aber die Kamera, ich war irgendwo anders und hatte keine Zeit, meinen kleinen Hecht zu filmen. Ein kleiner Hecht folgte, den haben wir leider nicht auf Kamera. Und alle in der Runde entschneiderten sich relativ schnell. So, Steffen hat jetzt den zweiten Hecht gefangen. Aber auch wieder so ein kleiner. Irgendwie kriegen wir es nicht hin, eine vernünftige Forelle ans Band zu kriegen. Oder überhaupt eine Forelle ans Band zu kriegen. Fangen kleine Barsche, kleine Hechte, aber... der größte heute. Jetzt habe ich einen neuen Ködergramm. Der Gummifisch ist der gleiche, aber wir haben jetzt einen Jigkopf, einen kleinen, auch aus Tungstenstahl, aber der hat eine kleine Besonderheit, der hat so einen kleinen Propeller hier vorne und der bremst den extrem. Das heißt, die Absinkphase ist extrem lange und der Propeller, der macht richtig geile Druckwellen unter Wasser und ich hoffe, dass das jetzt die Forelle überredet. Damit wir endlich mal hier den Zielfisch fangen. Ja. Wir fangen alles andere, aber nicht die gezielt, die Forelle, die wir wollen. So, genug kleine Barsche gefangen. Wir hatten noch einen Plan B. Es gäbe nämlich in der Nähe einen kleinen Fluss, wo es auch Hechte und Barsche gibt, in einer etwas besseren Größe, und da wollten wir definitiv noch ein paar Würfe machen. Weil wir wollen einfach dicke Hechte fangen. Dafür sind wir nach Schweden gefahren und nicht um hier solche kleinen Mikrojigs zu fischen. Deswegen auf geht's, zweiter Spot. Bei einer kleinen Stärkung taktierten wir, was wir dann nachmittags machen wollten, und im Kollektiv entschieden wir uns, dass wir im Fluss noch mal angeln wollen. Ja. Du hast für uns Angelkarten? Machen wir jetzt. Für richtig geile Gewässer? Ja. Und schreibst du so ein paar richtig geile Stellen auf? Mit Fanggarantie? Den Ballon mit so viel ab, der Druck macht dich fest. Ja, nee, kriegen wir schon was hin. Alles nächste klar. Woche geht's richtig los. Dein Wort in Gottes Ohr. Markus. Wir fuhren zu Udo von Smallland Sportfiske. Geile Legende, der erzählte uns direkt ein paar geile Stories von seinen letzten Guidings, und bei ihm bekamen wir dann die Tageskarten für das Gewässer. So, jetzt sind wir am zweiten Spot angekommen. Nachdem wir heute Morgen versucht haben, Forellen zu fangen, haben wir uns jetzt noch Angelkarten geholt, die haben wir noch organisiert gekriegt. Es sieht mega idyllisch aus, hier soll es auch Forellen geben, darauf haben wir es aber nicht abgesehen. Und zwar stehen ja auch hin und wieder mal ein paar Hechte, nicht die größten, aber... Da wir heute einen Tag Leerlauf haben und kein Boot zur Verfügung, müssen wir halt auch vom Ufer mal angeln. Aber es sieht atemberaubend aus und ich hoffe, irgendwas knallt gleich. Erster Wurf und direkt wieder ein kleiner Mini-Barsch.
Hat auch wieder eine super geile dunkle Farbe. Komplett schwarz am Rücken. Hoffentlich stehen da noch ein paar größere. Direkt vor den Füßen. Hast du es gesehen? Alter Walter! Also ich übertreibe jetzt nicht. Es war eine 60er Forelle. Es war eine fucking 60er Forelle. Fuck! Fuck! Auf den Köder. Eine Seite Silber, andere Seite Gold. Ready Guts, Ponton 21, falls Interesse besteht. Fuck, ey! Also das wäre jetzt der Game Changer gewesen. Ja. Fuck, ey. Ja, es darf nicht zu tief laufen. Also ist hier auch, man sieht schon Seerosen, aber auch draußen hat es noch Seerosen, die hochkommen. Ist relativ flach. Sucht man, wo man denn nicht allzu tief läuft. Aber das ist eben. Ein bisschen schwer bei mir gerade aus. Da haben wir was. Klassische Gruppe von Rapala vielleicht. Jetzt die reißen. Spotwechsel, ich gehe mal ein bisschen flussabwärts. Ich habe die Stelle jetzt eine halbe Stunde beangelt. Ein kleiner Barsch kam raus, eine gute Forelle war eingestiegen, aber ist leider ausgeschlitzt. Der Fluss hat auf jeden Fall Potenzial. Fisch ist da. This is how we do it. Zum Abend hin stoß noch der Roman von Smoland Sportfisk hinzu, der uns einen anderen Spot am Fluss zeigte, wo wir dann auch noch ein paar kleine Barsche fangen konnten. Doch in der Dämmerung kommen leider im Sommer die Mücken raus und es war ziemlich unangenehm in kurzer Hose und T-Shirt aufgefressen zu werden. Deswegen brachen wir den ersten Tag relativ früh ab und gingen dann zum Abendessen und freuten uns dann auf den nächsten Tag, denn dann sollte es in den Schären auf Hecht gehen. Das war Tag 1 in Schweden. Nicht so wie geplant und wie vorgestellt, aber wir mussten halt heute mit Plan B das Beste machen. Und wir haben ein paar Fische gefangen. Fonso hat einen 70er Hecht gefangen. Ne? Kamera war natürlich nicht am Start, der ist vorgerannt. Und ansonsten eine schöne Forelle habe ich verloren. Die wäre auch ganz nice gewesen. Und ansonsten haben wir alle kleine Barsche, ein paar Mikrohechte haben wir auch gefangen. Ne? Kleines Warm-up und morgen geht's los. Morgen, da geht's an die Mamas und morgen gibt's Armageddon am Wasser. Das und jetzt schnell ins Auto, weil die scheiße Mücken fressen mich auf. Die schöne Forelle. Die hätte, das wäre der Game Changer gewesen. Nein! Da ist er ab! Das. Ah, fuck up! Ja, ich würde auch gerne mal wieder einen Fisch für dich kennen. Endlich habe ich den fucking Köder, auf den sie reagieren. Mein erster Hecht. Oh, 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 oh. Und da ist der erste Barsch. Es gibt Sonder. This is how we do it. Sehr nice. This is fucking Sweden.